Und unser Chefredakteur Jan-Philipp Burgert verfolgt das Weltwirtschaftsforum für uns direkt in Davos. Jan-Philipp, heute Nachmittag also die Rede des Kanzlers, der Regierungschef, der da ist, aber nicht das einzige Regierungsmitglied. Und ein Kabinettsmitglied kannst du gleich begrüßen. Genau, ich freue mich jetzt, den Bundesminister für Arbeit und Soziales bei uns begrüßen zu dürfen in Davos. Herzlich willkommen, Hubertus Heil. Herr Heil, Sie machen einen sehr entspannten, fröhlichen Eindruck. Ist das ein bisschen die Erleichterung, dass der Kelch des Verteidigungsministeriums an Ihnen vorübergegangen ist? Nein, ich bin froh, meine Arbeit weitermachen zu können. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass Boris Pistorius Verteidigungsminister wird. Ich komme beide aus Niedersachsen. Und er ist jemand, der das richtig gut kann, der die Kraft hat, die Kompetenz, die Durchsetzungsstärke. Er hat Erfahrung in der Sicherheitspolitik und ich glaube, er wird den Ton der Truppe auch treffen. Also insofern, ich freue mich, dass wir einen guten Bundesverteidigungsminister jetzt haben und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Er wird morgen im Bundestag vereidigt. Der Bundeskanzler hat ihn ja offenbar am Montag angerufen und gefragt, ob er den Job machen würde. An welchem Tag haben Sie dem Kanzler abgesagt? Nein, ich bin nicht gefragt worden an dieser Stelle. Ich habe viele Spekulationen der Presse darüber gelesen und ich habe immer deutlich gemacht, ich habe als Arbeits- und Sozialminister noch viel vor und ich bin auch nicht unterausgelastet. Okay, sprechen wir über Davos. Hier ist viel von Krise die Rede, von Rezession. Trotzdem war das vergangene Jahr auf dem deutschen Arbeitsmarkt relativ erfolgreich. Die Arbeitslosigkeit ist sogar gesunken. Wie erklären Sie sich das? Wir haben eine ganze Menge an Maßnahmen ergriffen, schon in der Pandemie, um Arbeitsplätze zu sichern, jetzt auch in dieser Krise. Zum Beispiel mit dem bewährten Instrument der Kurzarbeit. Das hat geholfen, Menschen in Arbeit zu halten. Das hat auch dafür gesorgt, dass Fachkräfte in den Unternehmen an Bord geblieben sind, mit denen man wieder durchstarten kann. Das war also der richtige Weg. Und zum anderen ist es uns gelungen, trotz der Tatsache, dass Putin Gas als Waffe eingesetzt hat, um uns wirtschaftlich und sozial zu schädigen, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten, die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten in diesem Winter. Das sind alles gute Nachrichten. Deshalb haben wir den höchsten Stand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Und es sind insgesamt 45 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. So viel gab es noch nie. Aber die Aufgaben, die vor uns sind, um die geht es hier in Davos und an denen arbeiten wir auch. Und das ist das Thema vor allen Dingen der Fachkräftesicherung. Da sind wir schon beim Ausblick. Im vergangenen Jahr war die Arbeitslosenquote in Deutschland bei rund 5,3%. Halten Sie es für möglich, dass die 2023 unter 5% sinkt? Ich bin zuversichtlich, dass wir den Arbeitsmarkt, denn die Krise ist noch nicht vorbei, stabil halten können. Die hohe Inflation ist für viele Unternehmen ein Problem. Auch in der Industrie sehen wir einiges mit Sorge. Deshalb haben wir die Gaspreisbremse an den Start gebracht, auch die Strompreisbremse. Und wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Es gilt nicht nur Krise zu managen, es gilt Fortschritt zu machen. Es gilt dafür zu sorgen, dass wir unabhängiger werden durch den Ausbau erneuerbarer Energien, durch moderne Infrastrukturen, aber eben auch durch Fachkräftesicherung. Denn im Moment erleben wir schon, dass Arbeits- und Fachkräftemangel in vielen Bereichen zur Wachstumsbremse droht zu werden. Das liegt an der guten Lage am Arbeitsmarkt, weil weniger Kräfte zur Verfügung stehen. Aber die eigentlichen Aufgaben liegen vor uns, denn ab 2025 werden die geburtenstarken Jahrgänge wohlverdient in Ruhestand gehen. Und dann müssen wir alle Register im Inland ziehen für Fachkräftesicherung. Und wir brauchen ergänzend qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Sie sprechen es an, die Zuwanderung aus dem Ausland. Bis jetzt kann man feststellen, dass nicht alle oder ein großer Teil der Zugewanderten nicht direkt in den Arbeitsmarkt einwandert, da nicht aktiv wird. Wie erklären Sie sich dieses Missverhältnis, dass sozusagen Deutschland bei Flüchtlingen, bei Migranten beliebt ist, aber nicht unbedingt bei qualifizierten Arbeitnehmern? Also zum einen muss man differenzieren. Wir haben auch qualifizierte Zuwanderung aus dem europäischen Ausland, denn wir haben Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerfreizügigkeit. Davon haben wir in der Vergangenheit schon profitiert. Wer sich heute in Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern umschaut, vielen Menschen haben eine Einwanderungsgeschichte und sind in Arbeit. Wir haben auch viele Menschen, die sind aus anderen Gründen zu uns gekommen, zum Beispiel die Geflohenen aus der Ukraine. Das sind vor allen Dingen Frauen mit kleinen Kindern. Da geht es darum, dass man erstmal Kinderbetreuung organisiert, bevor Menschen arbeiten können. Aber sie haben das Recht, hier zu arbeiten. Und es geht natürlich auch um das Thema Sprache und Qualifizierung, Anerkennung. Wir werden ein modernes Einwanderungsrecht in Deutschland schaffen, das ergänzend zur Fachkräftesicherung im Inland mithilft, kluge Köpfe und helfende Hände für Deutschland zu gewinnen. Und da geht es vor allen Dingen darum, Bürokratie abzubauen, Hürden einzureißen und gemeinsam mit der Wirtschaft eine Anwerbestrategie zu organisieren, die es auch ermöglicht, dass wir die qualifizierten Kräfte bekommen, die wir für Deutschland auch brauchen. Das waren jetzt die qualifizierten Kräfte. Was kann man denn tun, um auch die hohe Zahl von Flüchtlingen stärker und schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen? Denn oft dürfen die ja gar nicht arbeiten.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir da pragmatische Lösungen haben. Wir haben Menschen, die sind als Geflüchtete zu uns gekommen, die sind lange hier, die haben unsicheren Aufenthaltsstatus und da sagen uns viele Mittelständler, schiebt man nicht die Falschen ab. Ihr müsst Leute zurückführen, die hier illegal sind oder die kriminell sind, aber wir haben auch ein paar junge Leute, die könnten wir ganz gut gebrauchen, die haben inzwischen die deutsche Sprache gelernt, die können wir für die Ausbildung gebrauchen. Dafür haben wir die rechtlichen Möglichkeiten geschaffen, mit dem Chancenaufenthaltsrecht pragmatische Lösungen zu finden, damit wir, wie gesagt, nicht die Falschen abschieben. Das Zweite, was wichtig ist, Bildung, Bildung, Bildung. Es geht darum, dass wir Ausbildung ermöglichen, übrigens auch Weiterbildung und dafür sorgen, dass wir tatsächlich qualifizierte Arbeitskräfte in Deutschland haben. Und wie wollen Sie das konkret machen mit der Bildung? Wir haben jetzt ein Gesetz vorgelegt für Aus- und Weiterbildung. Es geht darum, dass wir in ganz Deutschland dafür sorgen, dass jeder junge Mensch eine Chance auf Ausbildung bekommt. Wir haben Bereiche der suchen Unternehmen händeringend auszubilden in vielen Regionen Deutschlands. Wir haben aber andere strukturschwache Regionen, in denen junge Menschen sich die Finger wundschreiben, um eine Ausbildung zu bekommen. Da ist das Stichwort Mobilität. Wir werden Mobilität von jungen Menschen auch unterstützen, wenn sie woanders eine Ausbildung in Deutschland aufnehmen wollen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass in Ballungszentren Azubis Wohnheime haben beispielsweise. Das sind ganz praktische Fragen. Und wir müssen für Weiterbildung sorgen. Durch Qualifizierung, durch neue Instrumente werden wir Unternehmen und Beschäftigte im Wandel unterstützen, damit auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute, die schon qualifiziert sind, die Arbeit von morgen machen können. Sie sind ja nicht nur Arbeitsminister, sondern auch stellvertretender SPD-Vorsitzender. Dem deutschen Arbeitsmarkt geht es gut. Der SPD geht es schlecht. Woran liegt das? Es ging uns schon mal schlechter. Wir stellen den Kanzler. Wir haben im letzten Jahr 2 Landtagswahlen gewonnen im Saarland und in meiner Heimat in Niedersachsen. Wir haben auch 2 verloren. Nein, und die aktuellen Umfragen sehen auch nicht gut aus. Wissen Sie, ich bin so lange in der Politik, dass ich meine Überzeugung nicht von Umfragen abhängig mache. Die sind mal so oder so. Nein, wir arbeiten in dieser Krise für Deutschland und das ist unsere Aufgabe. Und wir sorgen für Fortschritte in der Ampel. Und das zählt am Ende. Und Bundestagswahl, das ist noch ein bisschen hin. Sie haben mit dem neuen Bürgergeld das Stigma der SPD Hartz IV überwunden. Trotzdem geht es nicht nach oben. Wie erklären Sie sich das? Da ging es nicht um die SPD, sondern es geht um die Tatsache, dass diese Reform notwendig war. Denn 2 Drittel der langzeitarbeitslosen Menschen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und wenn wir das so lassen und sie nur in Hilfstätigkeiten vermitteln, dann ist das kein Beitrag zur Fachkräftesicherung. Wir wollen, dass Menschen dauerhaft in Arbeit bringen. Und ich bin zuversichtlich, dass das mit dem neuen Bürgergeld besser gelingt, weil wir gesagt haben, bevor Menschen in irgendwelche Hilfsjobs gedrückt werden, die Jobcenter, die nach ein paar Monaten wiedersehen, ist es sinnvoller, das Nachholen eines Berufsabschlusses zu unterstützen, damit sie dauerhaft in Arbeit kommen. Das ist ein wirklicher sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt für Deutschland. Herr Minister, vielen Dank für dieses Gespräch und wir gehen zurück nach Berlin in den Newsroom.